Oder ein gigantisches Pendel. Super gemacht, Chicken. Ja, gegen's Pendel gesprungen. Du bist ein Genie. Schnell, vor sich wieder umdreht. Na gut. Die Zeit hätte locker auch so ausgereicht. Chicken, du wartest immer zu viel. Alles, was du siehst, untersteht meiner Kontrolle. Schön für dich. Nein, nichts steht unter deiner Kontrolle. Das Bat-Signal! Hat jemand die Fledermaus gesehen? Los, jemand muss doch gesehen haben, wo er hin ist. Ein furchteinflößender Mann, der einen Uhang trägt, der aus dem Schatten hervorspringt und nutzlosen Gangstern den Kopf abreißt. Irgendjemand? Nein? Sass hat Dr. Young im Büro des Anstaltsleiters eingesperrt. Ich muss sie da rauskriegen. Ja, wie auch immer du hier hochgekommen bist. Also es gibt ja Schlafwandelei, aber das in Kombination mit Scarecrow's Gas, das ist... Abgeschlossen. Ich muss einen anderen Weg nach unten finden. Das bringt das Ganze von Schlafwandelei auf ein neues Level. Alles Gute, kommt wieder oben! Die armen Schweine, die das wieder sauber machen müssen. Ja, das erledigt die Nachtschicht. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegrillt! Ach wirklich? Ah, solche Typen wollen wir nicht von vorne angreifen, sonst werden wir wirklich elektrifiziert. Oh, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet und habe zugehört, wie Sass die gute Frau Dr. schreien ließ, während du dich in Scarecrows Welt vergnügt hast. Wie war es diesmal? Hast du was über dich selbst gelernt? Sag's mir. Schnapp dir einen Sessel und rede mit mir. Ich bin ganz Ohr. Das erinnert mich an was. Ich könnte schwören, ich hätte gehört, wie Sass ihr die Ohren abgeschnitten hat. Klang jedenfalls so. Aha. Nicht lustig, Joker. Du bist hier der Einzige, der lacht. Du beginnst mich zu beeindrucken, Batman. Du wirst eines Tages ein Niveau erreichen, das nur etwas unter meinem liegt. Er ist schon über deinem Niveau, Mister. Catwoman, wirklicher Name ist Selina Kyle. Diebin, Gotham City, Augen grün, Haare schwarz, 1,70, 57 Kilo, Batman Nummer 1. Denn sie ist seine Nummer 1. Trainierte Turnerin und Athletin. Nahkampfexpertin, sehr geschickt im Umgang mit ihrer neunschwänzigen Peitsche, ja. Auffällig, unauffällig. Hat eine Schwäche für den Diebstahl gut bewachter und berühmter Gegenstände. Liebt Katzenmotive. Ja, besonders wenn diese Gegenstände Katzenmotive sind. Selina Kyle wuchs als Waisenkind auf den Straßen von Gotham City auf und lernte schnell, sich als Diebin durchzuschlagen. Allerdings nicht als gewöhnliche Diebin. Sie erlernte verschiedene Kampfsportarten und perfektionierte die Kunst des lautlosen und unbemerkten Einbruchs in fremde Wohnungen. Ihre kriminellen Aktivitäten leiden oft unter ihrem zögerlichen Altruismus.
Heroismus. Weshalb tritt sie mal als Schurkin auf, mal als Heldin? Es gelingt ihr dabei stets, dem dunklen Ritter zu entkommen, mit dem sie eine Art Hassliebe verbindet. Nicht zuletzt deshalb sich die beiden heftigen Flirts und einer gelegentlichen Romanze nicht abneigen. Ja. The Bat and the Cat. War hier noch irgendwo nach oben? Nö. Okay, dann gehen wir so jetzt aufhalten. Oder auch nicht, denn vorher ist da noch ein anderer Kerl. Was machst du da? Nicht einfach den bösen Security-Mann treten. Auch wenn er wahrscheinlich schon tot ist. Ja, ist er. Böses Ding. Böse. Aus. Irgendwas in den Kabinen. Nö. Nö, nö, nö. Bleib, wo du bist, Batman. Und hör mir genau zu. Hilf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist noch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsrede. Ja, bla bla bla. Ich könnte ihn jetzt weiterreden lassen, aber dann würde sie ja stechen. Und Game Over. Du und das wollen wir ja nicht. Du gemeines, fieses, fieses Monster. Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich auch. Weiß, Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Du hast dich ja super davon abgehalten. Nächstes Mal Batclaw vielleicht? Arme Dr. Young. Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter. Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs, wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. Wie wär's, wenn ich sie niederschlage? Chick macht wieder Anfängerfehler. Hey, Chick, in den ersten Aufnahmesession hast du noch so gut, jetzt ist sie wieder so schlecht. Eben passieren mal Ausrutscher. Oracle, Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mithilfe eines Codesequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Wenn du meinst? Ich brauche kein Glück! Ja, der Anstaltsleiter ist definitiv zu alt, so mit Puppen zu spielen. Scarface, Berufsverbrecher, Gotham City, Augen schwarz, Haare schwarz. Größe 75, Gewicht 7. Weil er eine Puppe ist. Detective Comics Nummer 583. Wie viele gibt's davon? Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber
Das ist schon eine ganze große Zahl, so 500. Unruhigend lebensechte Puppe mit Bauchredner, des Bauchredners. Benutzt oft winzige, aber tödliche Waffen. Gibt sich als Mafiaboss der alten Schule, für den ein Menschenleben nichts zählt. Ach, hat auch so ein Kätzchen auf seinem Schoß liegen, das er immer streichelt. Wie es denn halt so ist bei Mafiabossen. Im Gothams Gefängnis Blackgate stand lange Zeit ein Galgenbaum, an dem insgesamt 313 Todesurteile verstreckt wurden. Aus dem Holz dieses Baumes schnitzte ein Insasse die Puppe Scarface. Dieser Insasse wurde von Arnold Wesker ermordet, der wiederum wenig später unter dem Einfluss von Scarface geriet. Die meisten Menschen glauben, dass Scarface nur ein Werkzeug ist, durch das Wesker als verbrecherischer Bauchredner die dunkle Seite seiner Persönlichkeit auslebt. Wesker selbst dagegen ist überzeugt, dass Scarface von den Seelen der Gefangenen besessen ist, die am Galgenbaum starben, und dass die Puppe ihn zu den zahllosen Verbrechen des Duos zwingt. Alles klar! Wenn ihr meint. Ist ja nicht so, als würde er sich das nur einbilden. Ich dachte, ich habe das Finden leicht gemacht, aber das stimmt wohl nicht. Wie Finden leicht gemacht? Nur weil ich das jetzt aufhebe. Ja, sorry, ich musste hier verhindern, dass Zess ein bisschen durchdreht. Apropos Zess. Wo ist eigentlich sein Körper hin? Ich bin doch hier bewusstlos geschlagen. Haben sie den irgendwie rausgezerrt? Aber Harley ist doch nur mit den vier Schurken gekommen. Oder wie? Oder wurde der ihn, nachdem Batman kurz, naja, nicht bewusstlos, außer Gefecht, obwohl außer Gefecht ist ja eher dasselbe wie bewusstlos. Als er kurz betäubt auf dem Boden lag, haben sie ihn dann rausgezerrt oder? Und wenn ja, wieso? Fragen über Fragen. Von alleine wäre er sicherlich nicht aufgestanden. Obwohl, ich habe ihn ja nur mit einem Batarang beworfen und nicht K.O. geschlagen, als er auf dem Boden lag. Batman! Was soll das? You know was? Nö. Dann, was nehmen wir denn? Ich würde ja eigentlich schon das hier nehmen. Obwohl, wann kommt das nächste... die nächste Jägerbegegnung? Dauert noch einiges. Dreifache Battering. Das kann man sich schenken. Ja. Wenn Chigma mehr ihren Batarang benutzen würde in Combat. Schallbatterang oder verbesserter Batterang?
Ich würde ja schon fast sagen Schal, weil das ist so ultra praktisch dann später.